Hallo, mein Name ist André Thomas. Ich bin Journalist in der Landwirtschaftsredaktion der Zeitung Ouest-France. Wir sind heute auf dem Bauernhof von Loïc Guinet in Saint-Marc-sur-Coineau. Und das, was Sie hier herum sehen, ist das Land von Loïc, den wir nun kennenlernen werden. Bonjour Loïc. Bonjour André. Vous allez bien? Ça va et vous? Pas de problème. Loïc lebt seit fast 30 Jahren hier. Den Bauernhof hat er anfangs mit seinen Eltern bewirtschaftet. Heute arbeitet er gemeinsam mit seinem Bruder. Sie haben um die 100 Milchkühe. Loïc ist außerdem der Ortsverantwortliche der FNSEA, einer der wichtigsten landwirtschaftlichen Gewerkschaften in Frankreich. Wir befinden uns mitten im Wahlkampf. Denken Sie, dass die Politiker, die Präsidentschaftskandidaten hören, was ihre Gewerkschaft zu sagen hat? Nun, ich würde sagen, Sie hören uns nicht zu und Sie haben auch nichts zu sagen, was die Landwirtschaft angeht. Aber Sie waren doch alle bei der Landwirtschaftsmesse in Paris. Naja, Sie haben ein paar Kühen den Hintern gestreichelt, wie auch der ehemalige Präsident Chirac. Aber haben Sie die wirklich wichtigen Themen angesprochen? Nein, meiner Meinung nach haben Sie nichts Wichtiges gesagt. Einige Kandidaten sind für den Ausstieg aus der EU und aus dem Euro. Diese sind sehr euroskeptisch. Was denken Sie darüber? Was denken Ihre Kollegen, die anderen Bauern? Wissen Sie, wenn Sie eine schwierige Zeit erleben, wie wir im Moment, ist es für Extremisten mit simplen Parolen ein leichtes, sich Gehör zu verschaffen. Es ist ganz einfach. Aber lassen Sie uns doch unsere englischen Freunde fragen. Die Schotten. Die Iren, die Landwirte in diesen Ländern sind sehr besorgt wegen des Brexit. Man kann Europa kritisieren, das ist einfach. Aber man muss auch zugeben, zum Glück haben wir Europa. Europa hat uns sehr geholfen, vor allem beim Ausbau der französischen Landwirtschaft. Wir brauchen Europa. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber das ist normal. Trotzdem unterstützen uns die Finanzhilfen Europas in vielen Bereichen. Bisher und immer noch arbeiten wir also weiter. Wenn der französische Präsident hier wäre, was würden Sie ihm sagen? Ich würde sagen, dass die Landwirtschaft eine wichtige Wirtschaftskraft für unser Land ist. Geben Sie ihr eine Perspektive für die kommenden 10, 20 Jahre. Der Staat muss den Landwirtschaftsbetrieben das Leben leichter machen. Das sind oft kleine Familienunternehmen. Hier sind wir zwei. Unsere Nachbarn arbeiten auch zu zweit. Es sind nur kleine Betriebe. Deswegen muss man ihnen das Überleben leichter machen.